Servus, Christian, bei uns da wieder mal in Frankreich beim LS22. Ja, wie ihr seht, bin ich Rossilagemacher. Kühler verkauft mir das als Silage. Ich lager so bei mir und gleich. Tut mir einfacher. Ja. Das ist ein Teilstickel, da wo es unterwegs war. Unwegsames Gelände nennt man sowas. Teil braucht bis dass der Hänger voll geworden ist. Aber was tut man nicht, als die da Biogasanlage läuft. Keiner rausgefahren diesmal, weil er halt einen Unfall gebaut. Jetzt dann nicht gleich. Mal schauen, was wir mir doch nicht haben. Gegenüber letzten Mal zum Breite. Der Breite hat oben was mit 53 Tonnen eingeholt. Dann haben wir 40. Ich habe den Luke erwischt. Kühler, das wird teuer. Das war irgendwo schon 4 Stunden von hier umeinander. Ja gut, 2 Stunden. Gut, 2 Stunden haben wir schon gezahlt. Er ist auch der weit entfernteste Spieler irgendwie von mir. Wenn ihr das anschaut. Oh, der Breite war nur weiter. Oh!
Das Video bei Fosterieren, ha? Ich muss über Dörfer fahren zum Starten. Ich muss aber schauen, dass ich da mit einem leeren Ladung umeinander fahre herum. Ja, wo geht's so? Ich glaube aber nicht, wie steil das ist, beziehungsweise da ist ja auch der Bulldocker weggeschwacht. Und eine steile Stücke. Dann geht eh nichts aus. Jetzt fahre ich mit einem Polarlade, wo man probiert, da ist der kleine Scheiß. Jetzt lassen wir die jetzt gesehen, die sie nehmen.
gut arbeiten. Ja, ich bin froh, wenn ich das Stückchen da dahinter habe. Da geht auch überhaupt nichts weiter. Nerven. Wir sehen hier den Bulldog. Aber jetzt heißt er ja rum. Schwieriger Fall. Ja, bin gespannt, was wir, wenn wir mal unsere eigene Map, spielen. Das ist einfach nicht das wie Schwarzingen da. Wobei es auch nicht schlecht ist. Da haben wir eigentlich eine relativ gute Hofaufteilung. Aber ich finde, dass die Felder zu groß sind. Und jeder natürlich noch große Felder.
aber meine Meinung ist halt, wenn ich halt wirst du herum ist, sicher nicht viel anschaue. Das ist auch hier witzig. So lang kauft sich noch mal keiner das. Wenn der Kühler wegen der Erfahrung hätte, hätte er sich wahrscheinlich auch nicht gekauft. Mal schauen, wie das dann wird, wenn wir auf die eigene Karten umsteigen, die wir uns dann auch gefallen wird, über Schwarzingen. Die wollen wir uns dann ein bisschen selber gestalten können. Vielleicht bringt er im Manus-Site hin, da wieder etwas Gescheites raus. Das wird nicht voll. Auf alle Fälle suchen wir schon wieder was, wie da auch, wo es eine hügelige Landschaft ist. Aber in dieser Weg ein bisschen verteilt. Schön wird das, wenn man von Aubach sieht, hier Karten drin da und direkt so gewonnen erstellt. Aber das ist sauber zu viel Arbeit. Und ich meine, das ist alles sehr einfach in zu großen Stile da. Wenn ich meine Halle anschaue, da bei der BGA, was für ein Bauer hat denn eine Halle, wo man in der Halle spazieren fahren kann? Da kann man einen Rennbahn bauen drin. Eigentlich darf es da reichen, wenn es genauso groß gebaut hat, dass es grob noch der Ladewung eingeht. Der geht dann dort zweimal ein bei der Lenker. Wenn nicht dreimal. Sehr weit oben von. Nein, ganz hinter dran wollte ich eigentlich nicht. Naja. Passt. Das war's wieder mal für die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Ich schaue auf den anderen Bildschirm um. Lasst einen Kommentar da. Das hat mich frei. In diesem Sinne, viel Dank, bleibt's geil.